möchte nur ein einziges Mal ins Wasser. Ach, Heidi, wir müssen gehen. Ich erwarte den Lieferanten. Mama, bitte. Das Wasser ist viel zu kalt. Dann möchte ich Verstecken spielen. Immer genau dann, wenn wir gehen wollen. Bitte, Mama, nur ein einziges Mal. Wo willst du dich denn hier verstecken? Das wirst du gleich sehen. Zähl bis 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heidi! Mama! Hier bin ich! Mama! Komm sofort heraus! Heidi! Mein kleiner Eiszapfen. Ich gehe schon mal vor, Heidi. Und komm nicht zu spät nach Hause. Ja, Mama. Hast du die Hefte? Was machst du da? Baseball. Und woher kommst du? Aus Boston. Amerika. Dann bist du sicher froh, dass du hier bist. Wie kommst du auf die Idee? Na, weil es hier am schönsten auf der ganzen Welt ist. Das ist doch die totale Provinz hier. Hier gibt's doch nichts, nicht mal ein Kino. Okay, und jetzt wirf den Ball. Die Blumen habe ich für dich gepflückt. Freust du dich? Heidi! Ja? Ich freue mich sehr. Ich stelle sie in die Vase. Adelheid. Ah, tut mir leid, dass ich störe, aber deine Tochter hat gerade mit diesem Ball bei mir eine Scheibe eingeworfen. Hinterher hat sie es wahrscheinlich mit der Angst zu tun gekriegt und ist davongelaufen. Und was kostet das? Das weiß ich nicht. Der Glaser kommt erst morgen früh. Bringst du mir die Rechnung vorbei? Mach ich. Pass nächstes Mal besser auf und lauf nicht gleich wieder davon. Ja? Da ist dein Ball. Danke. Es tut mir leid. Ja, ist gut. Also, schönen Abend. Darf ich dir sehr beim Servieren helfen? Ich sage auch Flora Detscher Bescheid, dass ich ihm während der Saison nicht mehr helfen kann. Mama, glaubst du, dass ich viel Trinkgeld bekomme? Ja, aber davon zahlst du erst mal die Scheibe.
Wir machen halbe halbe. Das ist doch fair. Oder? Als ich mich umgedreht habe, war er einfach verschwunden und ich war ganz allein auf der Straße. Ah, deswegen bist du abgehauen. Das nächste Mal laufe ich nicht mehr weg. Das Spiel heißt übrigens Baseball. Und der Junge kommt aus Afrika. Amerika, meinst du? Aua! Tut mir weh! Du musst dir öfter bürsten, dann komme ich besser durch. So. Schlaf gut. Ab ins Bett. Und wie heißt eigentlich der Junge? Boston? Peter Geißler kommt direkt aus Boston. Dort hat er 2 Jahre lang gelebt. Weiß jemand von euch, wo Boston liegt? Ja, Heidi? In Amerika. Gut. Peter, erzähl uns doch mal, warum ihr hierher gezogen seid. Mein Vater ist Ingenieur und hat jetzt einen Job beim Staudamm. Außerdem stehen meine Eltern auf Natur. Deshalb sind wir in dieses Kaff gezogen. Oh. Bleib sag. Schluss jetzt. Was kennt ihr aus Amerika? Ja, Marius? Mickey Mouse und Bugs Bunny. Heidi? In Amerika spielen die Kinder Baseball. Ah, das kannst du uns ja vielleicht mal vorführen, Peter. Gute Idee. Aber gib Acht, hier gibt es viele Scheiben. Das zeigst du uns besser in der Turnstunde. So, und die anderen? Was kennt ihr sonst noch aus Amerika? Selina? McDonald's und die Cheeseburger. Star Wars, Kampfhut. Wieso bist du gestern einfach abgehauen und hast mich mit der kaputten Scheibe hängen lassen? Ich bin nur nicht so blöd und lass mich erwischen. Aber ich schon. Du hättest ja auch abhauen können. Tolle Idee. Jetzt muss ich arbeiten, um diese Scheibe zu bezahlen. Wenn man überleben will, muss man eben clever sein. So muss ich nichts zahlen und halt mir den Ärger vom Hals. Hast du das in Boston gelernt? Da finde ich Boston total doof. An so einem Ort möchte ich nicht leben. Dafür gibt's hier nur öde Berge. Und blöde Kühe. Ich möchte nichts auf der Welt mit Cent tauschen. Du bist halt ein Mädchen. Und Mädchen sind einfach langweilig. Darum gefällt's dir hier. Ich find's zum Kotzen. Du bist ein Angeber. Total doof. Ist Heidi da? Sie muss jeden Moment heimkommen. Lavadeccios Traktor ist fertig. Wenn sie will, kann sie ihn hochfahren. Ah, gut. Ich werde sie ausrichten. Wer ist das? Das ist Susan. Sie sagt, mit mir ist es viel lustiger in der Schule gewesen. Du hast Freunde überall auf der Welt. Und wenn du dich einsam fühlst, kannst du mit ihnen sprechen. Stimmt's? Genau. Heidi, es ist schon nach 9. Musst du nicht nach Hause? Oh Mist! Bin ich schon wieder zu spät. Tschüss! 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 Heidi, ich warte seit über einer Stunde auf dich. Ich muss mich auf dich verlassen können. Gerade dieses Jahr, wo wir uns kein Personal leisten können,
Es gibt so viel zu tun. Meinst du, wir beide schaffen das? Mit links. Ich habe einen Bärenhunger. Ich zieh mich um, deck den Tisch und du kochst. Auf die Plätze, fertig, los. Hey, das zählt nicht. Natürlich zählt das. Wenn ich groß bin, werde ich die Pension leiten. Und du darfst im Garten sitzen und Zeitung lesen. Meinst du, ich kann das, Mama? Natürlich kannst du das. Du kannst alles, du musst es nur wollen. Und wenn du findest, dass du später mal auf dem Seil tanzen willst, dann wirst du auch das können. Ich geh mal nachgucken, ob ich auch alle Fenster zugemacht habe. Mitfahren. Wo ist denn der Papa? Ich kümmere mich um Heidi. Ihr Vater lebt nicht mehr. Ganz kalt. Kann ich dich irgendwo hinbringen? Zu Verwandten oder zu Freunden? Soweit ich weiß, lebt deine Tante von der Heidi in Deutschland. Ach, Heidi kann ohne Probleme bei uns wohnen. Aber jetzt musst du erst mal was trinken, damit du was Heißes in den Bauch bekommst. Dann geht's ihr gleich viel besser. Ich habe mit meinen Eltern geredet. Heidi kann bei uns schlafen. Darf Heidi hier schlafen? Was war denn los? Der Blitz hat eingeschlagen. Ist etwas passiert? Nein. Aber es wird sofort geschlafen. Geht das klar, Sohnemann? Alles Paletti. Thank you.
Hallo, ist hier jemand? Ja? Wir sind die ganze Nacht durchgefahren. Haben Sie, habt ihr vielleicht noch ein Doppelzimmer mit Bad frei? Tut mir leid, wir öffnen erst in 3 Tagen. Aber kommen Sie doch rein, ich mache Ihnen einen Kaffee. Leider kann ich Ihnen kein richtiges Frühstück servieren. Aber es wird hoffentlich auch so schmecken. Wunderbar, das ging ja flott. Du bist aber ein fleißiges Mädchen. Wo sind denn deine Eltern? Meine Mama ist gestern gestorben. Jetzt werde ich die Pension führen. Über den Tod der Mutter macht man keine Witze. Ich mache keine Witze. Du kannst hier nicht bleiben. Doch. Hier gehöre ich hin. Ich muss doch alles vorbereiten für die Saison. Das ist wichtig. Du kannst doch nicht allein die Pension übernehmen. Allein? Heidi, komm doch. Du kannst bei uns wohnen. Heidi, wir müssen gehen. Meine Eltern machen sich sicher Sorgen, wo wir bleiben. Meine Mutter hat mir erzählt, dass jeder Stern ein gestorbener Mensch ist. Was meinst du, welcher Stern ist meine Mutter? Der ganz helle da oben. Deine Mutter sagt dir, dass du nie allein sein wirst. Sie schaut von oben zu, wie es dir geht. Guten Tag, Heidi. Weißt du, wer ich bin? Ich bin die, die dir jedes Jahr ein Weihnachtspaket geschickt hat. Erinnerst du dich? Vielen Dank auch, Tante Dete. Was willst du? Ich werde mich jetzt um dich kümmern. Schau, ich habe dir was mitgebracht. Scheußlich. Das ist doch ein schönes Kleid für eine Beerdigung. Mama fand schwarze Kleider immer scheußlich. Ich muss aufs Klo.
Was willst du? Du hast dich überhaupt nicht verändert. Lebst du noch immer da oben? Heidi, wir haben deine Mama sehr gern gehabt. Und jetzt sieht sie uns hier sitzen und ist froh, dass wir alle zusammen sind. Natürlich haben wir uns Gedanken gemacht, was jetzt aus dir wird. Und wir würden uns sehr freuen, wenn du in Sent bleibst. Und wenn du Hilfe brauchst, sind wir für dich da. Ich bringe Heidi zu ihrem Großvater. Das kannst du doch nicht machen, Dete. Der Alpi weiß doch nicht, was es heißt, für einen anderen Menschen Verantwortung zu übernehmen. Das hast du doch am eigenen Leib erfahren. Außerdem wohnt er in der absoluten Einsamkeit. Heidi hat dort niemanden zum Spielen. Heidi muss doch in die Schule. Gerade jetzt, wo sie solche Fortschritte gemacht hat. Und dieser Fußmarsch von 2 Stunden, das kann sie unmöglich 2-mal am Tag machen. Ich weiß es wirklich sehr zu schätzen, dass Sie sich solche Sorgen um Heidi machen und möchte Ihnen dafür herzlich danken. Ich kann Sie beruhigen. Ich werde mich selber darum kümmern, dass es Heidi in Zukunft gut geht. Papa, du? Ihr Wechselgeld. Das ist für Sie. Danke. Heidi! Ich habe mich fast schon an dich gewöhnt. Und jetzt musst du einfach weg. Heidi! Wir müssen uns beeilen. Ich muss noch meinen Flieger nach Berlin erwischen. Kennst du deinen Großvater wirklich nicht? Nein. Nicht schlapp machen. Kommst du? Vielleicht ist er ja gar nicht da. Ich habe mir schon gedacht, dass du hier noch auftauchst. Was willst du? Hör zu, Vater. Heidi wird erst mal bei dir bleiben. Ich kann sie nicht nach Berlin mitnehmen. Ich habe zu viel Arbeit. Das Kind hat hier oben nichts verloren. Nimm es wieder mit. Vater, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ihre Mutter ist gerade gestorben. Ich muss mich auch erst organisieren. Du kannst sie doch nicht einfach vor die Tür setzen. Ich bin alt. Lass mich in Ruhe. Das Mädchen gehört unter Menschen. Aber du bist doch immerhin ihr Großvater. Ich habe Nein gesagt. Lass mich in Ruhe. Du brauchst keine Angst zu haben. Er ist halb so schlimm, wie er tut. Hier, ich hole dich so schnell wie möglich zu mir. Tut mir leid, aber es geht nicht anders. Ciao.
ihr beiden. Ihr habt es aber schön hier. Ich schlafe heute Nacht bei euch. Dann seid ihr nicht so allein. Hier oben, bis der Alpöhi wiederkommt. Soll ich euch eine Geschichte erzählen? Dann eben nicht. Der Kuckuck und der Esel, die hatten einen Streit, wer wohl am besten sänge. Schau, da kommt der Großvater wieder. Und jetzt bekommt er ein Geschenk von mir. Schau mal, die habe ich für dich gepflückt. Wozu rufst du die Blumen ab? Lass sie doch da, wo sie hingehören. Der ist für dich. Von allen zusammen. Ein Geschenk von der ganzen Klasse. Danke. Wir haben alle einen Ballon losgeschickt mit unserer Adresse drauf. Vielleicht treibt er jemand zurück. Hast du einen Stift? Ja, warte. Dreh dich um. Liebe Mama, ich schicke dir den Luftballon. Freust du dich? Deine Heidi. Meinst du, Mama sieht den Luftballon? Ja, klar. Ziegen. Ich bin doch nicht blöd. Das weiß ich selber. Sie müssen doch einen Namen haben. Wie rufst du sie? Ich rufe sie nie. Was sucht ihr da? Salz. Die sind aber frech. Ich hab's, wir nennen sie Max und Moritz. Wie findest du das? Es sind Ziegen. Keine Ziegenböcke. Du bist vielleicht langweilig. Das ist doch egal. Ich nenne sie Max und Moritz und damit basta. Ich habe einen Riesenhunger. Tiere gesehen. Und ein Adler und ein Mäusebussard. Was hast du denn den ganzen Tag gemacht? Dann habe ich an Mama gedacht und mir überlegt, warum wir dich nie besucht haben.
Dann wäre es nämlich ganz normal, dass ich hier bei dir sitze und esse. Warum redest du nicht mit mir? Mama hat immer gesagt, dass ich eine Plaudertasche bin. Und wenn es ihr zu viel geworden ist, hat sie mich in mein Zimmer geschickt. Sie hat mir sogar schon mal ein Pflaster auf den Mund geklebt. Dann konnte ich nur noch so reden. Geh jetzt schlafen. Und wie geht's mit deinem Großvater? Er mag mich nicht. Warum nicht? Weiß nicht. Er redet nicht mit mir. Wenn meine Eltern so auf mich sind, reden sie manchmal auch nicht mit mir. Weißt du, was ich dann mache? Ich schlage ein Rad und mache irgendwas Lustiges. Dann fangen sie wieder an, mit mir zu reden. Und das funktioniert? Klar, funktioniert immer. Du kommst mich immer wieder besuchen, gell, Peter? Ja, sicher. Tschüss. Tschüss. Großvater, schau mal. Heidi! Heidi, was ist los? Heidi! Heidi! Hey, antworte mir! Hey, sag doch was! Heidi! Reingefallen! Ich habe gar nicht wehgetan! Wieso hast du das gemacht? Wieso? Aber ich habe doch nur Spaß gemacht! Was ist? Hast du keinen Hunger? Du verstehst aber auch gar nichts. Du bist böse. Du magst die Menschen nicht. Deshalb ist Mama mit mir nie zu dir gegangen. Und Papa hat dich sicher auch nicht lieb gehabt.
Wo warst du denn, Kind? Ich habe dich überall gesucht. Versprich mir, dass du nie wieder weggehst, ohne mir was davon zu sagen. Max ist verletzt. Bring mir den Schnaps zum Desinfizieren. Stirbt Max? Wenn sie die Nacht überlebt, kommt sie durch. Halt sie jetzt ganz fest. Tut das nicht furchtbar weh? Doch, es tut weh. Aber so wird sie wieder gesund. Heidi, eins weiß ich ganz bestimmt. Heute wäre deine Mutter furchtbar stolz auf dich gewesen. Großvater, du kannst schlafen gehen. Ich passe auf Max auf. Ist gut, aber wenn es Max schlechter geht, holst du mich sofort, hä? Schlaf gut. Geh nach draußen und schau, wo er ist. Max ist wieder gesund. Schau doch, Großvater. Er ist wieder gesund. Wir spielen. Großvater, du darfst dir was wünschen. Es ist schon so lange her, dass ich mir was gewünscht habe. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber das ist doch ganz einfach. Gibt es etwas, was du gar nicht gern machst? Nein. Da siehst du. Und gibt es etwas, was du unbedingt mal wieder machen möchtest? Eine heiße Dusche. Na, das ist doch ein wunderbarer Wunsch. Es ist wirklich sehr lange her. Heidi, komm!
Also, was ist jetzt? Da, ein Brief für deinen Großvater von deiner Tante Dete aus Berlin. Ja und? Na, die meldet sich sicher wegen dir. Hier liest du, ich trau mich nicht. Lieber Vater, meine Situation in Berlin hat sich für mich sehr überraschend und grundsätzlich verändert. Wie du weißt, habe ich eine inzwischen 12-jährige Tochter. Die letzten Jahre war Clara in einem Internat, aus dem sie jetzt rausgeschmissen wurde. Jetzt lebt Clara bei mir. Deshalb habe ich beschlossen, Heidi zu mir nach Berlin zu holen. Sobald meine Termine es zulassen, komme ich und hole Heidi ab. Du bist sicher froh, Heidi endlich los zu sein und wieder deine Ruhe zu haben. Was machst du denn da? Dete lügt. Großvater will mich überhaupt nicht loswerden. Und wenn dein Großvater dich gern hat, aber trotzdem möchte, dass du nach Berlin gehst? Das ist nicht wahr. Heidi, bleib doch stehen. Es bringt überhaupt nichts, einfach wegzulaufen. Wenn's dich beruhigt, du bist jetzt gerade nicht dabei. War doch eine gute Idee, heute Nacht hier draußen zu schlafen. Hier kann Mama viel besser sehen, wie glücklich ich mit dir bin. Ich möchte immer bei dir bleiben. Ja, aber du musst doch zur Schule, Heidi. Wir können doch ins Dorf ziehen. Siehst du den Stern da oben am Himmel, der heller leuchtet als alle anderen? Ja, das ist meine Mama. Und die Venus? Ja, die Venus. Als ich ein junger Mann war, war Amerika so ein leuchtender Stern für mich. Ich wollte unbedingt wissen, wie es dort ist und was es dort alles für Sachen gibt. Und? Und so bin ich eines Tages einfach gegangen. Ich habe meine Frau zurückgelassen und meine beiden Kinder. Deinen Vater und die Dete, sie sind damals noch ein bisschen kleiner gewesen als du. Ich wollte nichts viel weg von hier, von der Enge und den Bergen. Und später dann, als ich nach vielen Jahren wieder zurückgekommen bin, waren meine Kinder inzwischen erwachsen geworden und wollten nichts mehr von mir wissen. Sie haben mich nicht verstanden. Und die Leute vom Dorf natürlich auch nicht. Sie haben mir nie verziehen, dass ich meine Familie so im Stich gelassen habe. Und Amerika? Kannst du vergessen. Wenn du in Amerika geblieben wärst, wäre ich jetzt nicht bei dir. Zum großen Glück bist du zurückgekommen. Aber ich komme auf keinen Fall mit runter ins Dorf. Dete! Du bist eben Dete vorbeigefahren. Heidi, warte doch! Scheiße. Ach, du bist schon wieder. Was willst du diesmal? Guten Tag, Vater. Danke für die freundliche Begrüßung. Und danke, dass du ihre Sachen schon gepackt hast. Wozu? Was heißt hier wozu? Das ist mal wieder typisch für dich. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, wovon du redest. Ich habe dir doch einen Brief geschrieben. Wo ist Heidi? Sie spielt draußen. Was denn für ein Brief? Hör auf! Du hast doch gewusst, dass ich komme und sie mitnehme. Ich habe in Berlin alles vorbereitet. Nein, nein, Heidi will nicht nach Berlin. Sie gehört hierher an diesen Ort. Hier in die Berge. Sie will bei ihren Freunden bleiben, den Ziegen. Und bei mir. Sei nicht kindisch. Dann geh mal, frag sie doch selbst, ob es ihr bei mir nicht gut geht. Hör mal, Vater, ich habe die Vormundschaft. Und ich weiß, was für sie das Beste ist. Ich habe Heidi lieb gewonnen, seit sie bei mir ist. Das freut mich, aber das ändert nichts. Nein, warte. Lass sie hier bei mir. Ich kümmere mich um sie. So wie du dich um uns gekümmert hast?
Ich weiß, ich habe damals einen großen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Das hättest du dir früher überlegen sollen. Heidi, Heidi, hör zu. Ich bin gekommen, um dich zu mir nach Berlin zu holen. Großvater kann sich nicht um dich kümmern. Er möchte auch, dass du mit mir kommst. Das glaube ich nicht. Ich will hierbleiben. Schluss jetzt, Heidi. Du kannst nicht hierbleiben. Du musst in die Schule, sonst verwilderst du noch. Meine Telefonnummer und meine E-Mail-Adresse. Ruf mich mal an oder schick mir eine Mail, okay? Und wenn du Hilfe brauchst, meldest du dich, ja? Steig ein, Heidi. Wir verpassen noch den Flieger. Wiedersehen, Peter. Heidi, wir besuchen ihn in den Ferien. Versprochen. Heidi! 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 Steigen. Wo sind wir? Zu Hause. Clara, wir sind da. Heidi, hier bist du jetzt daheim. Clara? Warum ist der Hund hier? Ach, das ist eine lange Geschichte. Erzähle ich dir später mal. Komm, jetzt suchen wir Clara. Clara! Clara, wo steckst du denn? Komm her, Heidi. So, das hier ist dein Zimmer. Gehört alles dir, auch die Geschenke. Dankeschön. Gut, wenn du irgendwas brauchst, sagst du es mir. Clara ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich möchte, dass ihr Freundin werdet. Oh, bin gleich zurück. Ah. Mama, du hast mich gesucht? Aha, ich komme gleich. Hallo? Ja, ich bin's. Ah, ja. Nein, ich bin gerade angekommen. Aha. Ich bin Heidi. Ja. Weiß ich. Und dann verschwindest du wieder. Aua, tut mir weh. Ah, ihr habt euch schon angefreundet. Hallo? Nein, ich hab sie nicht dabei. Ich rufe sie sofort zurück. Sie sind unten. Ich rufe sie zurück.
Tante Dete? Ja? Ist Liz fort? Ich muss jetzt arbeiten, Heidi. Ich bin im Atelier, ist nur ein Stock tiefer. Pack die Geschenke aus. Die Sachen sind doch für mich. Na und, ich muss erst mal checken, was du überhaupt kriegst. So was Saudoves. Mama spinnt. Nein, der ist doch lustig. Kannst du alles auf die Alten mitnehmen? Ich habe genug von diesem Zeug. Ich brauche keinen Babysitter. Erst recht keiner nach Kuhmist stinkt. Du bist nicht meine Freundin und wirst es auch nie werden. Mama, die Sterne. Ich sehe die Sterne nicht. Was mache ich nur? Mama, hörst du mich? Mit wem redest du? Mit meiner Mutter. Deine Mutter ist doch tot. In den Bergen ist sie ganz nah bei mir. So ein Quatsch. Wenn du mit jemandem sprechen willst, musst du telefonieren oder mailen. Du hast echt ein Rad ab. Scream-T-Shirt nicht findet, ziehe ich gar nichts an. Hör mal, du hast genug T-Shirts. Es muss nicht unbedingt das da sein. Doch, muss. Ich habe schon gestern Abend beschlossen, es heute anzuziehen. Dann hättest du es gestern suchen sollen. Jetzt mach, dass du vorwärts kommst. Ich muss jetzt weg. Dann geh doch in dein blödes Atelier und lass mich hier allein. Ich komm schon klar. Jetzt reicht's mir langsam. Wahrscheinlich ist es in der Wäsche, dein T-Shirt. Dabei war es überhaupt nicht schmutzig. So. Du ziehst jetzt das hier oder das hier an. Und Schluss. Na schön, dann mach doch, was du willst. Tust du ja sowieso immer. Guten Morgen, Heidi. Hast du gut geschlafen? Ich. Meine Tochter hat heute eine Saulaune. Vielleicht gelingt es dir, sie etwas aufzumuntern. Bis später. Komm, Jan, ich hab die Idee, mich aufzumuntern. Hatte ich auch gar nicht vor. In einer Stunde kommt Madame Dubreuil, eure Französischlehrerin. Keine Angst, nur für die Ferien, damit ihr beide keinen Blödsinn macht. Und ich möchte, dass ihr bis dahin angezogen seid und gefrühstückt habt. Heidi, der Kühlschrank ist voll. Nimm dir, was du willst. Cool, ja, mein Himbeerjoghurt nicht an. Und meine Aprikosenkonfitüre. Maintenant à toi, Heidi. Tu t'es déjà acclimaté chez nous? Tu t'es déjà acclimaté chez nous, Heidi? Ich heiße Heidi und nicht Heidi. Und ich kenne Bonjour und Merci, Madame. Weil bei uns mal eine Frau aus Frankreich Ferien gemacht hat. Mehr kannst du nicht? Clara, sois gentil. Dafür kann ich Traktor fahren. Du meinst, du bist schon einmal auf einem Traktor mitgefahren? Nein, ich fahre selber Traktor. Du gibst doch bloß an, weil du zu blöd für Französisch bist. Clara, arrête! Wie macht der Hund? Wow, wow, und manchmal beißt er. Und die Katze? Miau, miau. Das Schwein? Oink, oink. Und wie macht Michael Jackson? Au! Heidi! Genau, so macht Michael Jackson. Ton comportement est impossible. Sors tout de suite. Tu reviens quand je t'appellerai, c'est compris? Ich heiße Heidi. Und den Rest habe ich nicht verstanden. Sie hat gesagt, du sollst rausgehen und warten, bis du wieder reingerufen wirst. Ist das alles? Auf Französisch hat sich das noch mehr angehört. Ja. Ich bin's, Heidi. Heidi, schön, dass du anrufst. Wie geht's dir? Gut. Und? Gefällt's dir in Berlin? Nein, überhaupt nicht. Du sollst wieder reinkommen. Ist Peter da? Hast du nicht gehört? Guten Tag, hier ist Kado. Aber wissen Sie, Heidi macht uns große Schwierigkeiten. Sie ist ein freches und ungezogenes Kind. Das ist wirklich schlimm mit ihr. Auf. Heidi, Clara, hört sofort auf, seid ihr vollkommen übergeschnappt. Clara, rett! Was war los? Heidi hat telefoniert. Da habe ich ihr das Telefon aus der Hand genommen und wollte auflegen. Und hat sie mir an den Haaren gerissen.
Heidi? Du kannst dich wirklich glücklich schätzen, hier sein zu dürfen. Ich möchte, dass du dich in meinem Beisein anständig benimmst und Clara in Ruhe lässt. Hast du mich verstanden? Mist! Was machst du denn da? Weißt du, wie spät es ist? Ich möchte Peter Post schicken, aber ich weiß nicht mehr, wie das geht. Es ist schon sehr spät. Du musst jetzt schlafen. Ich zeig's dir dann morgen. Morgen möchte ich wieder nach Hause fahren. Ja, aber das ist nicht möglich, Heidi. Warum denn nicht? Clara ist viel lieber allein. Und um mich brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich wohne dann beim Großvater. Ich weiß, Clara ist schwierig, aber sie hat es bisher sehr schwer gehabt. Ihr Vater lebt im Ausland und interessiert sich überhaupt nicht für sie. Als Clara auf die Welt kam, war ich sehr jung. Ich hatte gerade angefangen zu arbeiten. Und ich habe mich nicht genug um sie gekümmert. Weißt du, im Grunde ist sie ein einsames kleines Mädchen. Und obwohl sie so gemein zu dir ist, möchte sie dich bestimmt zur Freundin haben. Möchtest du das auch? Hm. Schlaf gut, Heidi. Wer sind die? Scream. Das sind doch die von deinem Poster, oder? Erraten. Die sind mega scharf. Die haben es von 0 auf Platz 3 in den Charts geschafft. Das musst du erstmal können. Die Haare sind toll. Findest du? Würde sie doch auch gut stehen. Ich weiß nicht. Und jetzt? Eine halbe Stunde warten, dann waschen und füllen. Komm mit. Willst du keine blauen Haare? Das Färbemittel ist alle. Morgen gehen wir neues kaufen. Und jetzt abwarten und nicht bewegen. Ich komme gleich wieder. Muss bis hierher ausgeschnitten sein. Okay. Und hinten auch bis zur Naht. Ja, aber die Farbe stimmt nicht. Der Chiffon muss ich mir absetzen, sonst kommt der Schnitt nicht zur Geltung. Was hältst du von Zyklern? Mhm. Kannst du mir den Stoff mal bringen? Er liegt auf meinem Tisch. Dete, ich glaube, da gibt's ein Problem. Das ist doch nicht wahr. Bin gleich wieder zurück. Heidi, bist du wahnsinnig geworden? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Ach, du Schreck, was hat die denn da wieder gemacht? So geht das einfach nicht. Ich weiß nicht, Dede. Dabei wollte Heidi nur die Haare färben. Was ist das denn? Vielleicht ist das für sie doch noch ein bisschen zu schwer, hier in der Stadt. Alles ganz neu und anders. Hol einen Lappen und einen Eimer und wisch die Sauerei auf. Vielleicht geht's mit dem Staubsauger einfacher. Und du hilfst dir dabei. Ich denk gar nicht dran. Warum tust du das, Clara? Was denn? Geh mit Heidi zum Friseur, so kann sie ja nicht bleiben. Ja, Mama.
mir leid. Das sieht echt beschissen aus. Aber du hast doch gesagt, es gefällt dir. So ein Landei wie du sieht absolut dämlich aus mit blauen Haaren. Du kannst den Scheiß selber aufputzen. Was heißt das? Hau ab! Hast du es immer noch nicht begriffen? Wohin gehst du? Heidi? Heidi geht nach Hause. Hier, nimm die Karte. Ist noch ein bisschen was drauf. Da. Du wählen rein. Geißler? Heidi! Ich bin abgehauen. Was? Wo bist du? Immer noch in Berlin. Ich kann nicht nach Hause. Ich habe kein Geld. Was soll ich bloß machen? Geh auf gar keinen Fall zum Bahnhof. Da suchen sie dich zuerst. Ich lass mir was einfallen. Ruf ihn noch mal an. Da schick mir besser eine Mail, das ist billiger. Die Verbindung wird gleich unterbrochen. Hast du gehört, Peter? Heidi? Heidi, hörst du mich? Hallo, Peter? Leider, das ist mein Computer. Kann ich nicht ganz kurz? Ja, du musst jetzt unten einen freischalten lassen. Kostet das was? Ja, wenn du fertig bist. Aber jetzt lass mich rein, ich hab's super eilig. Hi, ich bin Doris. Heidi, kann ich dir irgendwie helfen? Kann ich bei dir eine E-Mail verschicken? Klar, weißt du, wie das geht? Ein bisschen. Ich glaube, ich zeig's dir lieber. Meinst du, dein Peter sitzt am Computer und wartet auf Post von dir? Er sitzt noch viel am Computer. Na gut, dann warten wir es ab. Ich hole mir einen Kaffee, willst du auch irgendwas? Für mich eine Milch. Eine Milch? Milch. Okay. Ziemlich mutig von dir, einfach abzuhauen. Hier ist eine Adresse von Leuten, wo du übernachten kannst. Ich kenne sie nicht, aber wir chatten immer über Baseball. Du solltest möglichst bald zur Arnstraße 26 gehen. Die Kosinskis müssen noch raus. Sie warten bis 7:30, dann sind sie weg. Mit dem Geld lasse ich mir noch was einfallen. Pass auf dich auf. Grüß Doris von mir. Ja. Wieso grüßt er dich? Bist du eifersüchtig? Nö. Der Name steht mit einer E-Mail-Adresse. Ach so. Vielleicht solltest du wirklich zu diesen Baseball-Kosinskis gehen. Hm? Ja, morgen kannst du ja wieder hierher kommen. Feiern sie dir? Willst du welche kaufen? Kaufen? Ich habe kein Geld. Das ist schlecht. Sie sind trotzdem schön. Guten Tag. Fahrausweiskontrolle. Sind alle Fahrausweise vorzeigen? Scheiße, jetzt bin ich dran. Du bestimmt auch. Oder hast du einen Fahrschein? Nein. Gut. Nicht so schnell, sonst fallen wir auf. Sobald die Tür aufgeht, nix für raus. Sofort los. Und denk dran, nicht mit fremden Männern sprechen. Hey, du, warte mal. Ja, dich meine ich.
Sag mir, dann musst du nicht nach Hause. Es ist schon bald 11. 11? Ich suche die Arndtstraße. Ich bin seit über 60 Jahren hier. Irgendwo in Berlin gibt es eine Arndtstraße, aber nicht hier in der Gegend. Zu wem willst du denn? Die heißen Kosinski. Aber ich bin eh schon zu spät. Noch kein Feierabend? Heute ist Nachtschicht angesagt. Ich will zurück in die Stadt. Können Sie mich mitnehmen? Hier noch eine Vermisstenanzeige. Vermisst wird in Berlin seit heute die 11-jährige Heidi Kaduff. Besonderes Kennzeichen sind ihre blau gefärbten Haare. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Für Hinweise, die Heidi wieder nach Hause bringen, hat ihre Familie eine Belohnung von 5000 Mark ausgesetzt. Solche Zufälle gibt's ja gar nicht. Jetzt ganz ruhig bleiben. Ich bring dich nach Hause. Halt, warte! Bleib stehen, verdammt nochmal, bleib doch stehen! Ein bisschen Kleingeld für mich? Dankeschön. Schon gut. Ist die echt? Natürlich, die ist von meiner Mama. Ich gebe dir 50 Mark dafür. Dann eben nicht. Verpiss dich! Was soll ich? Hau ab! Mach dein Ding woanders! Es ist mein Platz hier! Das ist für dich, Mama. Nein, für dich zwei Kerzen. Und der Großvater bekommt auch zwei. Peter, du hast auch zwei verdient. Und eine für Max und Moritz.
Lieber Gott, hilf mir, dass ich nach Hause komme. Amen. Mama, bald sehe ich die Sterne wieder. Mein liebes Kind, wer Kerzen anzündet, der gibt doch auch eine kleine Spende. Sie wollen Geld von mir? Hm? Jede Gabe ist willkommen. Aber ich habe selbst fast nichts. Bitte. Dankeschön. Wer gibt, dem wird gegeben. Hallo Heidi. Hier, du bist berühmt. Komm mal mit. Liebe Heidi, wir wollen dir alle helfen, damit du wieder nach Hause kannst. Deshalb haben wir für dich gesammelt. Hier ist ganz viel Geld drin. Es sind genau 327,80 Mark. Wieso das? Peter hatte die geniale Idee, im Internet eine Aktion unter dem Motto Heidi kann heim zu starten. Und das ist das Geld davon. Du kannst jetzt nach Hause fahren. Danke. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ihr seid echt super. Es hat uns allen echt total viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, Heidi muss jetzt zum Zug. Komm, Heidi, nimm den Hinterausgang. Hau ab, beeil dich. Na, Heidi, da bist du. Jetzt kommst du erstmal mit zur Wache. Wir gehen gleich was essen. Was hast du dir denn dabei gedacht, einfach abzuhauen? Gar nichts. Ich habe mir Sorgen gemacht, wie hätte sonst was passieren können. Ich habe die ganze Nacht keine Augen zugemacht. Und wegen dir hat Mama dann auch noch die Dübro entlassen. Ich wollte nach Hause. Aber dein Zuhause ist doch hier in Berlin, bei uns. Aber du bist ja nie da. Aber ich muss nur mal arbeiten und Geld verdienen. Ich bin für meine Firma verantwortlich. Ohne mich geht gar nichts. Wenn ich die Arbeit nicht mache, macht sie bestimmt niemand für mich. Mama musste auch arbeiten. Und die hat trotzdem Zeit für mich gehabt. Und Sonntag war immer der Heidi-Tag. Tatsächlich? Heidi, du musst mir versprechen, dass du nicht mehr abhaust. Ich bin ja wieder da. Und ich verspreche, mich zu ändern. Tut mir leid, ich muss dringend los. Wir müssen los. Ihr könnt das Essen ja mitnehmen. Deine Haare sind wirklich schrecklich, Heidi. Morgen gehst du mit ihr zum Friseur, Clara. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, es muss unbedingt sein. Mama ist nicht da, sie arbeitet noch. Bist du es, Clara? Ja. Hier ist dein Großvater. Heidi, ist die noch bei euch? Ja, sonst noch was. Ist dir was passiert? Warum kümmern sich immer alle nur um Heidi? Bist du noch da? Ja, ja. Heidi fehlt mir sehr, ich vermisse sie. Gib sie mir bitte. Sie schläft. Warum ist Heidi denn weggelaufen? Weiß nicht. Vielleicht bei Dete meine Mutter ist und nicht ihre. Also gut. Sag Heidi, dass ich sie sehr vermisse und dass ich mich jetzt schon darauf freue, sie bald wieder bei mir auf der Alp zu sehen. Und vielleicht kommst du dann auch mit. Ich würde mich freuen, dich mal kennenzulernen. Tschüss, Großvater. Ciao, Clara.
sehe ich aus. Brav, wie ein Landei eben. Ich mag auch ein Eis. Ich habe schon bezahlt, wir können gehen. Darf ich noch was bringen? Ich hätte gerne einen Eisbecher Dänemark. Alles klar. Kriegst du auch noch was? Nein, danke. Ich gehe gleich. Ich gehe jetzt. Ciao. Großvater vermisst dich, soll ich dir sagen. Er hat gestern Nacht angerufen. Hat er sonst noch was gesagt? Dass er sich freut, mich kennenzulernen. Großvater. Für mich noch ein Amarillo. Geht in Ordnung. Ich finde das Leben ziemlich beschissen und langweilig. Verstehe ich nicht. Du hast alles, was du dir wünschen kannst. Eine Mutter, die nie da ist. Sei froh, dass deine Mutter noch lebt, wenn sie arbeiten muss. Wenn sie tot ist, macht das auch keinen großen Unterschied mehr. Es kommt fast aufs Gleiche raus. Das darfst du nicht sagen. Warum nicht? Weil du keine Ahnung hast, wie das ist, wenn du keine Mutter hast. Wo ist eigentlich dein Vater? Der ist schon lange tot. Ich kann mich überhaupt nicht an ihn erinnern. Dann ist er jung gestorben. Beim Bergsteigen. Mhm. Und dein Vater? Ist in Paris. Siehst du ihn manchmal? Wenn ich will, kann ich ihn jederzeit besuchen. Jetzt kann ich ja auch schon ein bisschen Französisch. Und warum gehst du da nicht zu ihm? Weil Mama es nicht will. So, bitteschön. Zusammen, bitte. Das muss ich erst wechseln. Heidi, woher hast du so viel Geld? Das habe ich verdient. Mama, ich möchte so gern zu den Scream. Nein, nein, nein. Ich habe dich beim letzten Konzert 2 Stunden lang gesucht. Ich gehe auch nicht mehr Backstage. Versprochen. Wir haben gesagt, das nächste Konzert erst mit 14. Das hast du gesagt. Hör zu, es ist fast Mitternacht. Du müsstest längst im Bett sein und ich muss noch arbeiten. Wie hast du Zeit für mich? Ich gehe nicht zu den Scream und damit basta. Dann gehe ich eben allein. Du gehst nirgendwo hin. Dann hau ich ab, wie Heidi. Oh, sei nicht so kindisch. Ich hasse dich. Das putzt du auf. Ich hab euch alle! Ja? Ich möchte mit dir reden. Ja, natürlich. Setz dich. Clara hat sehr geweint. Sie schläft jetzt. Ist das sehr wichtig? Ja. Wenn ich es morgen nicht abgebe, verliere ich den Auftrag. Hast du dann kein Geld mehr? Das ist für dich. Wo hast du das Geld her? Das ist doch egal. Ich habe es geschenkt bekommen. Ich brauche dein Geld nicht, aber es ist lieb von dir, Heidi. Ruf doch die Leute an, die diese Zeichnungen brauchen. Und sag ihnen, dass Clara am Herzen krank ist. Und du keine Zeit hast. Jetzt schläft Clara. Da kannst du ja weiterarbeiten. Aber warum gehst du nicht mit ihr auf das Scream-Konzert? Sie würde sich so darüber freuen. Du bist ihre Mutter. Du hast recht. Ihr beide, ganz allein. Versprochen? Versprochen. Na, wie sehe ich aus? Schön. Den Rock habe ich von Mama zu meinem letzten Geburtstag gekriegt. Dann sind wir zusammen in die Stadt und ich durfte mir aussuchen, was mir gefällt. Sie ist schon in Ordnung. Das ist sie. Ah,
Das Taxi. Viel Spaß. Danke. Ciao. Clara, was machst du hier? Mama, wir müssen los. Monsieur, je vous présente ma fille Clara. Enchanté, mademoiselle. Mama, hast du nicht gehört? Wir sind eh schon spät dran. Jetzt setz dich erstmal hin und wir bestellen was zu essen für dich. Mama, in 20 Minuten fängt das Konzert an. Es tut mir leid, Liebling, aber ich kann jetzt nicht ins Konzert gehen. Das siehst du doch selbst. Ist das schlimm? Das nächste Mal, mein Spatz. Mama, du hast es mir versprochen! Excusez-moi, je reviens. Clara! Clara, warte! Wo willst du hin? Nach Hause. Heidi! Mama hat's vergessen. Liebe Clara und liebe Dete, ich bin froh, dass ihr zusammen ausgegangen seid. Ihr habt es sicher schön gehabt. Ich gehe jetzt zum Großvater. Ich vermisse ihn sehr. Dete, du musst dir keine Sorgen machen. Und Clara, sei nicht traurig. Ganz liebe Grüße, eure Heidi. Ich hatte Angst, du bist schon weg. Ich gehe nach Paris, um bei meinem Vater zu wohnen. Der hat mich sicher lieb. Aber wieso Paris? Du hast doch gesagt, er heißt Jean-Paul. Aber nur weil jemand Jean-Paul heißt, muss er nicht unbedingt in Paris wohnen. Wo wohnt er denn? Keine Ahnung. Das kriege ich schon raus. Ich will zu Papa. Die Wahrheit ist, Clara, ich weiß nichts über deinen Vater. Du lügst. Du willst nicht, dass ich weggehe. Natürlich will ich nicht, dass du weggehst, aber ich schwöre dir, es ist wahr. Ich kenne nur seinen Vornamen. Ich habe ihn auf Sardinien kennengelernt. Wir sind auf der Insel mit dem Motorrad rumgefahren. Er war sehr schön und ich habe mich verliebt. Und nach dem Urlaub haben wir nie wieder voneinander gehört. Du hättest ja abtreiben können. Clara! Aber ich liebe dich doch, schon als du noch ganz, ganz klein warst in meinem Bauch. Ich find's besser, eine Mutter zu haben, als ein Vater. Hm.
Heidi. Aufwachen. Endstation. Wo bin ich? Zu Hause. Bekomme ich kein Küsschen zur Begrüßung? Ich freue mich so. Danke, ohne dich wäre ich nicht hier. Schon gut. Ich hab dich so vermisst. Ich dich auch. Jetzt lasse ich dich nie mehr weggehen, Heidi. Ein bisschen länger. Komm runter. Großvater, wir sind schon da. Hi. Warum habt ihr denn nicht angerufen? Wir wollten euch doch abholen. Mama hat ihr Handy zu Hause gelassen. Sie hat gesagt, es sind unsere Ferien. Das ist für dich. Das ist Großvater. Du bist Clara. Jetzt lernen wir uns doch noch kennen. Ist es nicht komisch, wie schnell sich alles verändert, Großvater? Mist. Willkommen zu Hause. Bist du doch noch über deinen Schatten gesprungen? Vater, ich möchte den Koffer tragen, bitte. Nein, lass doch, ich mach das gern. Ich will das aber nicht. Warum bist du nur so schrecklich stur? Und wenn ich das wohl hab? Komm. Jetzt zeige ich dir erstmal dein Zimmer. Du wirst überrascht sein, wie wenig sich in dem Haus verändert hat. In all den Jahren. Das sind also Max und Moritz. Wer ist denn wer? Das ist Max und das ist Moritz. Und das ist Peter. Komm. Das ist Clara. Hi. Hallo. Seht mal, was ich hier habe. Das sind ja die Scream. Und sie haben nächste Woche ein Konzert in Zürich. Feels amazing. Baby, when I kiss you, it feels crazy. Baby, I don't wanna miss you. I feel lonely. Falling in love with someone else. Did I ever leave you? Was it just in my head? Did I ever have you deep within my heart? Did I ever leave you? Was it just in my head? Did I ever have you deep within my heart? Love hurts.
When you turn around for him, love's hard. No, it's just not right. Love's a special thing when you feel on down. Right. Love's a special thing when you feel.